Und jetzt willkommen zu das neue Haus für die Betelitos. Ja. Kannst du mir bitte sagen, was denkst du über dieses Haus? Für eine Woche? Das ist sehr gut, sehr bequem. Das ist praktisch das Hilton von allem. Also ja. Der Gründer von diesem Hotelkette Hilton, wenn der kommen würde, der würde dieses Ding kaufen für viel Geld, weil es ist sehr bequem, sehr komfortabel. Man friert natürlich nicht, ne? Das ist klar. Ist ein bisschen warm. Kommt der, zeig mal her. Aber ich finde es in Ordnung, wenn du das mal siehst, wie geräumlich das ist, wie viele Menschen Platz haben. Das ist eine Kamera, ne? Viele Menschen haben da Platz und wenn du siehst, guck dir die Betten, wie bequem die sind. Luxuriösere Betten gibt es hier einfach nicht. Man sieht es einfach. Siehst du die? Mit Diego schläft auch da, wa? Da, ja, mal. Ja. Da ist sogar ein Kandidat, der macht sein Bett gerade, weil er glücklich ist, dieses Bett zu haben. Also ich finde es herrlich. Ja, ich bin jetzt auch glücklich. Ja. Und du? Was denkst du über dieses neue Haus? Ja, Platz. Wir sind hier auf. Ja, weil wir haben hier eine engere Gemeinschaft als nur noch drei Peoples. Hier kommt er noch. For one room. Hä? Und das ist alles easy going. So. Enge Beziehung hier, ja. Kann man knüpfen. Alle auf einmal, bevor wir... Ich glaube, wir wachsen auch anders zusammen, wenn man das auch ein bisschen will. Ja. Irgendwie müssen wir ja sowieso alle an einen Strang ziehen. Es ist 10 Uhr, genau. Und wir liegen und einer zählt. 1, 2, 3 und alle... Ey, da war meine Tasche. Also das ist ein bisschen komisch jetzt, weil wissen Sie, ich hatte meine Tasche da oben stehen und plötzlich ist da kein Platz mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wo soll ich die hinstellen? Unter dem Bett. Ja, aber hier sind, auch wenn wir im Hilton sind, laufen hier verschiedenartige Tiere rum, die ich jetzt schon innerlich fühle in meinem Körper. Innerlich? Innerlich. Jetzt schon. Innerlich. Mal auf, oder was? Ich fühle es schon. Kann ich heute Nacht mehr machen? Ja, wir haben uns so unterhalten, sorry. Ja. Israel, bitte! Keine Sorge, bitte! Hier, das Bayern muss verschwinden, ne? Ich muss wieso gleich nochmal zur Toilette. Da hast du sowieso kein Toilettenpapier. Ach, das ist dein Bayern-Teil? Ich wollte das als Toilettenpapier nehmen. Du schläfst heute in der Dusche? In der Dusche? Ja, ist schön kühl da. Ja, ich habe schon eine Lösung gefunden. Ja, ich habe die Matratze da weggemacht. Guck mal, diese Geschichte oben ist gefährlich, weißt du? Ich hab die Matratze. Ey, da werde ich hier mein Spinn rein. Was? Oder was ist hier? Kann mein Schrank hier rein? Diego, was ist hier los? Ey, kann hier irgendwie. Rum, kann hier meine Tasche rein oder was geht hier? Ich habe hier viel Geld bezahlt für eine Woche Urlaub. Ja, bin ich in Dortmund. Für eine Woche. In München, ey, das geht nicht. Ey, hallo, ich habe bezahlt. Und wo ist der Service? Tschüss. Ja, kaputt, Alter.